Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnasen! Vollgas voraus! Festhalten, Nix! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Oh nein, das könnte übel sein!
Verfolgung auf. Verstanden. Soll das heißen, er kommt? Direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. So geht's ja nicht. Klar, hilf uns!
Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der bessere triumphieren. Wie ist das? Der Höhepunkt des Kampfes! Jessie, lenk du mal. Was? Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippee-yay-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Nicht schlecht. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag. Halt dich ordentlich fest. Was ist? Was? Wer ist um mich geschehen? Ha? Reingelegt. Oh. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Simsalabim! Sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Thank you.
Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erst mal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Tut mir echt leid, dass wir so spät stehen. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Dann gibt's jeden Tag Pizza, was? Fehlanzeige. Mein Lieblingsessen. Jessie? Boah, ist das lecker. Ein Brief? Esst euch schön satt. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Sauce eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Du bist ein echter Profi in Sachen Pizza geworden, Mama. Hm.
Mann, Jesse, hast du es gut. Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein, wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan, keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in der entlegenen Ecke einfach um. Und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen. Und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat.
Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jesse und... Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Wir müssen warten. Können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Ich hab vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Falls du was vergessen Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben, auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Weit und breit niemand zu sehen.
haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Oh. Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! Das? Stirb! Da oben sind Aufwächter! Erledigen wir sie, ehe sie uns erwischen! Runter! Hier kommt die Verstärkung bald raus! Gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Dreckiges Ungeziefer! Auf Nummer sicher. Ich bin bereit. Ist das alles? Alles geht. Thank you.
werde ich mich kümmern. Mir nach, Wuffis! Spaß damit! In Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab gerade was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Was ist das für ein Ende?
für unser Team. Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich ja auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Ich rufe schnell auf die Flucht.
jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los. Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutheil verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch! Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Da ja. Seid ihr ja! Hey, hier drüben! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Das wäre ein schwerer Schlag los für Shinra. Alle auf ihre Position! Jawohl! Einen Fehlalarm gehandelt hat. Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge,
Alles klar. Boah. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle. Wenn unsere alte Gruppe aktiv wird, kann das nur Ärger geben. Begeben Sie sich in Ihre Häuser schon schwer zurück. Genug, ohne dass Sie dazwischen fahren. Ich habe gehört, es hätte einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das ist meine Falschmeldung. Hier lang! Jetzt kann uns nichts mehr passieren! Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen! Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg! Jetzt kann deine nächste Mission nicht schief gehen! Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten! Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Bitte? Das soll Cloud gewählt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, da muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freu mich schon drauf. Na, und ich erst. Meinem Vater fast nicht geglaubt, aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? wird sicher lustig. Hey. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Da! Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Schon?
so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja. Zusammen sind wir echt unschlagbar. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich... Ich hab den Weg. Okay. Ist was? Das war ein merkwürdiger Schatten für den Osterhasen. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen der erlegten Bestien. Hier wohnt Biggs. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hab mich mit ihm gestritten, weil ich aus Midgar weg bin. Die Nachrichten vom Reaktor gehen mir einfach. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Wusstest du von der geheimen Arbeit? Morgen gehe ich nach Sektor 5. Na kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz Lieber. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich
nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Oh, bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Von Sauerkraut. Was ist, wenn noch so eine Explosion? Wenn die Züge morgen wieder fahren. Habe ich mit Ihnen gestritten? Ja? Warst ziemlich lange weg. Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Oh. Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tiefer. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jessie kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Schnell, zur Bar. Stell dich fest!
Kreaturen. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mal ein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber...
Oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Oh. Bist du etwa verletzt, Jessie? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jessie. Ich springe für dich ein. Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jessie und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. In den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Hallo, Cloud. Deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles,
deren Schuld. Wir ziehen das durch.